Ich will mir die Nummer kurz angucken. Ich hatte die auf jeden Fall irgendwann schon mal gekauft, das weiß ich. Sonst hätte ich keinen Drachentyrann. So, okay. Ach, da sind die drin. Ah, okay, interessant. Ich muss mir sowieso noch nee, Valkyries Rat holen. Wegen ein paar Farming Decks. Müsste ich ehrlich gesagt auch mal öffnen. Eigentlich. Ach ja. Könnten wir eigentlich machen, oder? Wisst ihr was? Wir machen jetzt ein kleines Stream-Opening. Das Ganze werde ich dann auch auf YouTube mal hochladen. Ich werde ja eh so ein bisschen zurückschneiden. Kleines Pack-Opening, genau. Also willkommen, meine Lieben. Wir werden jetzt hier kurz mal ein kleines Päckchen öffnen. 2000 Gems werden wir ausgeben. 40 werden wir kriegen. Ich hoffe auf eine UR. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier alles ziehen. Ja. Auf jeden Fall müssen wir es mal öffnen. Und da kriegen wir eine Fake-Animation. Oh. Aber gut, ist nicht die krasse Fake-Animation. Wir haben den Gradius gezogen, eine Kettenheilung und einen dunklen Imitator Level 3. Interessant. Dann Monsterrettung. Halbschattenkrieger-Lady. Okay. Shinobi-Vogel Krähe. Die sind gar nicht mal schlecht. Das war ein Ritualthema, glaube ich, aus Maximum Crisis. Raumjäger-Lord Preetish, okay. Entwaffnung. Leuchtender Soldat. Ja, bisher noch nicht wirklich so gut ist. Zauberreklamation. Die Karte war gar nicht mal schlecht, weil du kannst Zauberkarten wieder recyceln. Gamma-Schwert. Hero Speer, das ist für einen für ein Deckout-Deck habe ich die schon öfter gesehen. Schwert von Kunosagi. Ach, das ist für Spirit Monster. Gut, das kenne ich auch noch gar nicht. Ritualrabe, okay. Große Langnase, weiß kenne ich aber fürs Burn Deck, Ritualrabe, okay. Jetzt kommen wir zur Fake-Animation des Jahres, ganz ehrlich. Ich hatte die schon so oft in meinen Openings. Ich wette, das hier ist keine Secret Rare oder sowas. Komm. Serra-Ritual. Swag Flush. Oh, es. Oh! Applaus! Göttlicher Zorn, die ist gut. Geil. Geil, auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir die gezogen haben. Einbildungsruf, Kugel von Yasaka und Teva. Dann haben wir den kaiserlichen Feiertag, der die Ausrüstungskarteneffekte annulliert, okay. Weißes Kaninchen, Totenkopfhöhle. Den Photonflyer. Okay. Der ist interessant. Totenkopf Ritter. Ja, war ja ein recht akzeptables Pack. Zwar nur eine UR, aber die richtige. Gut, eigentlich fehlt mir der hier für ein Farming Deck, aber. Jo, ich freue mich auf jeden Fall. Machen wir weiter. So. Finsterer Samen, Gradius-Option und Körper-Double. Oh, Double, doch, müsste heißen, doch, doch. Finsterer Samen, Verschwinden und Vertrag mit der Unterwelt, die ist gar nicht mal schlecht. Damit kann man nämlich Finsternismonster, soweit ich weiß, Ritualbeschwörung beschwören. Ein beliebiges. Nadelball, Kettenheilung und dunkler Imitator Level 3. Dann haben wir ein Serra-Ritual, einen Raumjäger, einen Hiros-Schattenspeer. Wie erwähnt, ist der für ein Deckout-Deck. Und wir haben anscheinend wieder eine Animation. Mal gucken, ob die fake ist. Eine Krähe, einen Ushioni und eine finstere Geisterkunst der Gier. Die ist sogar ziemlich gut im TCG wegen dem Lair of Darkness. Jogged the Deck, was letztens rausgekommen ist. Lair of Darkness ist eine Karte, die sagt, alle Monster werden zu finster ist und man kann auch gegnerische Monster als Tribut anbieten. Daher ist die Karte mit der gar nicht mal so schlecht. So. Fallreklamation, die ist auch cool. Man kann auch Fallen wieder zurück auf die Hand nehmen, also wieder recyceln. Kann auf jeden Fall mal nützlich sein. Angehäufte Reichtümer, Chakra und die finstere Geisteskunst Gier. Na, wir brauchen mal langsam wieder was Schönes.
Eine finstere Spielkraft, ja, die ist nicht wirklich so toll. Zählt das Pack? 10 von 10. Und wir haben nur Rares und Commons. Okay. Die letzten beiden Packs noch und dann gucken wir mal, was Schönes drin ist. Bin ich ja mal sehr gespannt. So. Haben wir den Chaos-Samen? Schwarze Magierin Kuren? Totenkopfhöhle? Na, ist die Animation wieder fake? Swag Flash? Wundersame Wiedergeburt? Okay. Und Wilder Tornado? Kenne ich mich jetzt nicht wirklich so gut mit aus. Ich glaube, die ist aber ganz okay. Wüterei der Ungeheuer? Auferstehung von Chakra? Und Sendbote der Weisheit Merkur? Sendboten sind immer cool, auf jeden Fall. Chaos-Samen? Mystischer Windtaifun und Engel 07. Ich hätte lieber einen mystischen Raumtaifun als einen Windtaifun. Wäre mir lieber. So. Langnase, Strike Flash und Imitator Level 3. Drei Sterne Trion. Chakra und Krieger Lady. Okay. Gradius, Zyklonlaser und finstere Geisterkunst Gier. Na, kriegen wir was Schönes. Ein Raumjäger, ein Albtraum aus Theben. Ask, der Puma-Krieger, ich glaube, der war gar nicht mal schlecht. Ich habe mich mit den meisten Karten hier noch gar nicht beschäftigen können, weil das Pack auch ein bisschen alt ist. Zauberreklamationen, Uniyoshi und Shinobi schon. Ja, Shinobi Vogel macht Punkt, ja. Zyklonlaser, Zauberreklamationen und Krieger Lady. Und wir haben nur. Ah, wir haben zwei Secret Rares. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wir haben nur eine. Kommen wir zu den letzten 10 Packs. Ich hoffe, wir kriegen noch eine UR. Das wäre richtig, richtig schön. Wäre ordentlich, auf jeden Fall. Wenn wir mal endlich mal eine kriegen würden wieder. Das lief ja gerade ziemlich schlecht gerade. Oh. Oh, 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 oh. Wir kriegen eine Zauberkarte höchstwahrscheinlich. Secret oder UR, werden wir mal gucken. Wir kriegen Seelentausch, UR. Nicht schlecht, okay. Aus 40 Packs 2 US zu ziehen ist gar nicht mal so schlecht. Monsterrettung, Photonenschleier und den Moskito. Und wieder eine schöne Animation, den doppelköpfigen Wolf, den wir glaube ich bisher noch gar nicht hatten. Feindregeneration und den Unterweltler Mega Cyber. Die Karte, die ich brauche für Farming Decks. Dankeschön. Wir haben richtig viel Glück. Also, ordentlich. Verschwinden, Gradius und Schleier der Finsternis haben wir hier. Den Mega-Cyber kann man übrigens specialen, wenn der Gegner zwei Monster kontrolliert und man selber keine, soweit ich weiß. Otomi haben wir hier. Die schwarze Magierin Kurian und Hiro Schattenspeer. Und Plan für eine Finte. Aufstellung von Chakra, Ritualrabe. So, zwei Packs haben wir noch. Feuchtigkeitskreatur, Chaoszone, Totenkopfhöhle. Mal gucken, was hier noch kommt. Come on, gib uns noch eine Secret Rare, komm. Nadelball, Einbildungsruf und den Weißhorndrache. Cool, auf jeden Fall. So, das ist das letzte Pack. Da haben wir leider nichts mehr Schönes drin. Aber ganz ehrlich, zwei URs, eine Secret Rare. Ich bin glücklich. Auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt. Oder was sagt ihr? Also, heftig. Also, 3 URs. Also, ja, genial. Richtig cool.